Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben Spätsommer, die Wassertemperaturen sind entsprechend noch warm. Die Fische auch dementsprechend noch aktiv. Heute soll es auf Barsch gehen. Meine Absicht ist es, vom Boot aus mit diversen Searchbaits die Fische zu finden und damit Gummi die Stellen auszufischen, ja, und dementsprechend hoffentlich auch zu fangen. Ihr seid dabei, legen wir los. Ganz schön viel Dreck im Wasser, abgestorbenes Kraut, die Bäume verlieren ihre ersten Blätter. Da durchzumanövrieren ist nicht immer leicht. Da hängt öfters mal so eine Krautfahne dran. Das Wasser ist entsprechend angestaubt, nährstoffreich und der druckvolle Köder, der ist jetzt definitiv im Vorteil, vor allen Dingen zum Suchen der Fische. Einfach ist nicht. Und Fisch. Schöner Biss. Kein großer, aber eine Menge Kraut mit eingesammelt. Mich schon gewundert gehabt. Wieder auf den Tiny Blitz. Der ist ein bisschen klein hier. Die erste Stelle lief so lala. So wie ich mir das vorgestellt habe, war es halt noch nicht. Deswegen habe ich gewechselt. Vielleicht kommen wir später nochmal wieder, da fruchtet die vielleicht mehr. Jetzt heißt es weiter suchen, am Ball bleiben und die Barsche finden. Ich habe die Kamera gerade ausgemacht. Da kommt der hier oben runter und ballert mir rauf. Noch gesehen, aus dem Augenblick. Das ist ein schöner Barsch. Aber bevor wir den oder verloren geht. Wupp. Schön. Echt ein schöner Fisch, so um die 30 cm. Dank Poolbrille habe ich den überhaupt bekommen. Der ist hinterhergegangen und ja, wenn ich die Poolbrille nicht aufgehabt hätte, hätte ich ihn gar nicht gesehen. Hätte den Köder viel zu früh aus dem Wasser genommen. Richtig schöner Barsch. So sollen sie aussehen. Und Fisch. So. Ich habe jetzt aufs Carolina Rig umgestellt.
Es gab gute Bisse auf den Crank, allerdings nur halb entschlossen. Und jetzt aufs Carolina Rig mit einem Dulight Stick. Eine Etage tiefer und langsamer. Ja, und wie man sieht, der wollte den haben. Der hat mir übrigens den gerade ausgekotzt. Eine kleine Laube. So klein. Also vielleicht 3-4 cm lang. Das fressen die gerade. Die Platzwechsel brachten leider nicht den gewünschten Erfolg. Also wieder zurück zum ersten Spot. Und ja, da ging wieder der ein oder andere Barsch. Auch ein ganz guter Fisch für unsere Gewässer mit bei gewesen. Da kann man nicht meckern. Aber so richtig rund läuft es noch nicht. Relativ konstant fängt eigentlich nur der Crankbait. Mangelnde Experimentierfreudigkeit kann man mir da auch nicht vorwerfen. Also ich habe wirklich alles Mögliche versucht. Was macht man? Bleibt man hier und wartet auf eine Beißphase? Oder wechselt man nochmal? Ich habe mich fürs Zweite entschieden. Ich probiere nochmal eine andere Stelle aus. Zurückkommen kann ich immer noch. Da hat es mal wieder einen Barsch gegeben. Auch den Tiny Blitz. Wieder ein ganz kleiner Scheißer. Aber Kontakt. Und Fisch. Oh, jetzt haben wir mal was Größeres im Drill. Also, ich habe erst gedacht, ich hätte ein Dings dran. Kraut, aber da ist jetzt was eingestiegen. Ich tippe auf ein Hecht. Ja. Ein guter Hecht. Und deswegen macht es immer Sinn. Macht es immer Sinn, die Titanspitze zu nutzen. Boah, ist gar nicht so ein schlechter. Denke mal so knappe 80 könnte er haben. Ah. Zack. Drinnen ist er. Mit denen ist halt immer zu rechnen. Das zeigt einfach mal, warum so eine Titanspitze schon Sinn macht. Der wäre sonst bestimmt weg gewesen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Schöner Hecht, der mir da auf den Tiny Blitz eingestiegen ist. Deswegen immer Titanspitze vorschalten. Der kommt wieder rein. Nicht der Zielfisch. Hat er Glück gehabt. Schöner Hecht. Nicht der Zielfisch, deswegen durfte er wieder schwimmen. Und der erste richtige Gegner für die Cougar Elite. Hat Spaß gemacht. Naja, wenn ich das nächste Mal wieder auf Hecht unterwegs bin, dann kann er gerne nochmal beißen. So, hier ist das Titanvorfach. 2,7 Kilo Single Strand von No to Kinky. Das ist jetzt ein bisschen verkringelt. Das reicht mir schon als Grund, das auszuwechseln. Auch wenn Titan teuer ist, aber das sollte es einem wert sein. Lieber mal ein Titanvorfach mehr ausgewechselt und dafür einen Köder mehr behalten. So, ich mache mir wirklich nur eine Titanspitze. Ich schneide hier vielleicht 30 cm ab. Und dann wird das hier vorne an den Snap geknotet.
mit einem einfachen Clinchknoten mit 3 Windungen. Und das hat sich bei mir absolut bewährt. Und dann ziehen wir die ganze Sache mit einer Zange zusammen. Festgezogen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass der Knoten so festgezogen wurde, dass, wenn ihr das Titanvorfach hier bewegt, dass der Snap sich mitbewegt und nicht locker da vorne dran ist. Das ist wichtig. Da darf kein Spiel sein. Das überstehende Ende hier mit einer scharfen Schere abschneiden. Fertig. Mir wird relativ häufig die Frage gestellt, wie ich das Titanvorfach mit dem Flugcarbon verbinde. Ganz einfach mit einem Albright-Knoten. Dazu nehme ich mit dem Titan eine Schlaufe, führe unten das Flugcarbon durch und wickel das Ganze um die Schlaufe. Schön parallel die Windungen. 5 bis 6 Stück reichen vollkommen aus. Und dann so durchführen, dass beide Enden auf der gleichen Seite der Schlaufe rausgehen. Langsam gleichmäßig zuziehen. Ja, mit der Zange greifen meinetwegen. Die andere Seite natürlich mit der Hand. Und dann habt ihr die. Und dann habt ihr die beste Verbindung zwischen dem Flugcarbon und dem hechtsicheren Vorfach. Und da scheuert auch nichts auf oder sonst wie was. Wenn ihr das richtig macht, dann ist das einfach eine Verbindung, die hält. Habt ihr ja eben gesehen bei dem Hecht. Der Himmel sieht gar nicht so doll aus. Es grummelt auch schon. Ja, schade. Tja Leute, ich muss einpacken. Ich habe keine Lust, Blitzableiter zu spielen und nass bis auf den Schlipper zu werden. Deswegen hängen wir noch einen Angeltag ran und sehen uns in Kürze wieder. Auf zur nächsten Runde, wie versprochen. Der Blitz hat mich offensichtlich nicht getroffen. Ich bin gerade noch so trocken reingekommen. Glück gehabt. Ja, öfters mal was Neues und auch heute habe ich wieder einen neuen Köder am Start. Nämlich den Guncraft Airton 63MR. Brandaktueller Köder. Den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Der Airton kommt in verschiedenen Farben daher. Von natürlich bis flächig. Hier das klassische AYU, die Farbe 01. Die fängt eigentlich immer und überall. Zum Köder selber. Länge 63 mm, Gewicht 7,6 Gramm. Mit seiner Tauchschaufel schafft er ungefähr eine Tiefe von 2,5 Metern. Das eigentlich Besondere an ihm ist, dass es sich um einen sogenannten Quenkenshad handelt. Das heißt, im Gegensatz zu einem normalen Shad, zu einem normalen Minnow, ist er kein Suspender, sondern hat eine Floating Action. Sollte man bedenken, gerade wenn man ihn twitcht, dass er in den Pausen dann aufsteigt. Er ist aber auch prädestiniert dafür, wie der Name schon sagt, Cranking, ihn monoton durchzuleiern. Neben den klassischen, natürlichen und auch flächigen Farben hat man bei manchen Modellen auch so eine Holofolie mit eingearbeitet. Die schimmert nochmal extra, die reizt nochmal extra und manchmal ist genau sowas ja der Schlüssel zum Erfolg. Mal gucken, ob es heute funktioniert. Sieht auf jeden Fall mega aus. Bevor es heute aufs Wasser geht, nutze ich die Gelegenheit und stelle mal meinen neuen Bakan der Marke Dwess vor. Sieht schon mal ziemlich stylisch aus, das Teil. Liegt vielleicht auch daran, dass es die limitierte Version ist. Also nur begrenzt verfügbar.
neben seinen 17 Liter Fassungsvermögen, wo man schon ordentlich Zeug wasserdicht verpacken kann, überzeugt er aber auch mit technischen Details, die mich überzeugen. Zum Beispiel hier oben so ein Deckelfach, wo man die Papiere reintun kann. Die sind dann eben auch wasserdicht verpackt und man hat einen schnellen Zugriff drauf. Dann nochmal die Sicherung hier mit einem Klett, neben dem Reißverschluss, dem obligatorischen, dass das Teil auch zu ist oder man es einfach mal so schnell zuklappen möchte, ohne den Reißverschluss jetzt ständig zu benutzen. Außen, ja, diverse Haltemöglichkeiten, links als auch rechts, mitunter auch für eine Zange, die man auch nochmal sichern kann. Und auch ein Gurt ist mitgeliefert, dass man den quasi als Umhängetasche nutzen kann. Mir gefällt das saugut. Vor allen Dingen hat er eine echt dicke Materialstärke, 2 mm. Andere Bakans, die sind da etwas ja, sparsamer und knicken deswegen leichter ein, gehen schneller kaputt. Der wird hier eine Weile länger halten. Ich bin der totale Fan von Ordnung am Arbeitsplatz bzw. in dem Falle am Angelplatz. Deswegen stelle ich mir, wenn immer möglich, eine Art Ködereimer oder in dem Fall einen Bakan zusammen. Damit habe ich einfach schnellen Zugriff auf meine Favoriten für den Tag. Wir wollen heute auf Barsch gehen, Taktik unverändert. Deswegen habe ich hier ein paar Spinnerbaits schon mal vorbereitet, zwei Shatterbaits zurechtgelegt, Cranks und Shats, ein kleiner Swimbait ist dabei und Topwaterköder. Drinnen ein paar Schachteln mit Kleinteilen und Gummis, ein paar lose Packungen mit Gummis, Titan, das Kameragedöns, eine Schere sollte nicht fehlen, Maßband und eine Zange, hier außen. Und wenn irgendwas ist, dann kann ich das da immer noch da reinwerfen und es flackt hier nicht im Boot rum und geht verloren. Starten tun wir gleich mit dem kleinen Guncraft, mit der Holofolie. Oh, die Haken sind auch echt scharf. Der läuft hier ganz gut über der Krautkante. Ein weiteres ganz wichtiges Detail vom Airton ist, dass er silent ist. Ohne Geräuschkugeln. Ein richtiger Leisetreter. In der heutigen Zeit ja nicht unwesentlich. Und Fisch. Ach verdammt, da war der erste Barsch. Da hing der erste. Ah, da war ein Biss. Da war ein Biss. Kurzer Anstupser. Okay. Nächster Versuch. Wir versuchen es mit Gummi. Die Fische sind da. Jetzt muss man sie nur zum Biss überreden. Vielleicht klappt das ja besser. Und Fisch. Ach, ausgestiegen. Verdammt. Ah, da ist er wieder. Nächster. Ja,
erster Barsch auf den kleinen Stiezgummi. Kam noch einer hinterher. Und nächster. Jo. Schön. Ja, und ist schon raus. Ah, das ist schon ein ordentlicher Barsch. Der Stiezhook in 3 Inch, der brachte jetzt die Fische. Gerade die Farbe, dieses Helle, das macht sich echt gut, ist ein absoluter Favorit von mir, neben so natürlichen Brauntönen. Das kommt einem frisch gehäuteten Krebs ziemlich nah und da bilde ich mir ein, dass die Barsche da noch mal ein bisschen intensiver drauf polken. Naja, hat ja auf jeden Fall geklappt gerade. Auch wenn jetzt leider noch keiner auf den Guncraft hängen geblieben ist, ist die Taktik ja aufgegangen. Mit Searchbait suchen und finden und mit Gummi fangen. Ja, 3 Stück sind hängen geblieben und ich glaube, auf den Guncraft, da bleibt früher oder später auch einer kleben. Bin ich sogar fest von überzeugt. Guten Morgen vom Wasser. Guten Morgen. Etwas früher unterwegs, diesmal mit Begleitung. Marc ist mit an Bord. Wir wollen so ein kleines Vergleichsangeln machen. Ja, ich ganz normal mit Hardbaits, Softbaits und er mit der Fliege. Ich bin sehr gespannt. Gestern lief es nicht so gut. Da ist er, der Fusselkram. Ja, ich bin gespannt, ob es läuft. Und ob die Fliege eventuell punktet. Marc, du alter Eisverkäufer. Ja. Schnurkorb perfekt. Ein bisschen groß. Ja. Und da ist die Warthose drunter. So, Marc hat schon die ersten Würfe gemacht. Ich beginne etwas verzögert. Und ich fange an mit einem Tiny Blitz. Altbewährt, in der natürlichen Farbe, Fische finden und hoffentlich auch fangen. Sehr geil, cool. Ah geil, Marc mit dem ersten Fisch. Kleiner Barsch, so wie es aussieht. Mega. Zeig her den kleinen Scheißer. Ah, ist wirklich klein, oder? Aber 1:0 für die Fliege. Tipptopp. Der Crankbait hat nicht funktioniert. Deswegen versuche ich es jetzt mit einem Chatterbait. Mit einem Buoyblade von Jackal. 4-Inch Trailer dran. Ja. Etwas grundnaher fischen. Oh ja, schöner Fisch. Nachdem Chatterbait und Crank nicht so wirklich funktioniert haben, probiere ich es jetzt mit einem Gummi tiefer am Texas Rig. Die Fische sind ja da, das haben wir ja gesehen. Und Fisch. Direkt Fisch. Ach, ausgestiegen. Angekommen unten mit dem Krebs und direkt
Ein Biss gehabt. War aber ein kleiner Barsch. Kleiner Speedcrawl wieder. Pop, 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 pop. Jetzt aber. Erster Fisch. Kleiner Barsch. Auf den Krebs. Zu kleiner Barsch. Und Fisch. Und Fisch. Kaum unten angekommen. Gibt's auch den Biss. Auch wieder gleiche Größe. Ja. Aber der kleine Steezhook bringt auf jeden Fall Bisse und Fische. Zwei Würfe, zwei Fische. Da ist halt irgendein Mist dran. Fühlt sich jedenfalls so an. Ah, guck mal hier. Zusammengefaltet. So kann es ja auch nicht funktionieren. Der Grund, warum hier so viele Fehlbisse auf den Krebs kommen, ist die Größe von dem Barschen. Aber er funktioniert. Die erste Stelle ist abgeangelt. Marc hat einen furiosen Beginn gehabt mit zwei Fischen. Da habe ich gedacht, ich habe total das Nachsehen. Dann habe ich auf Gummi gewechselt und konnte dann sogar aufschließen und ihn sogar überholen. Aber die Fliege ist noch längst nicht aus dem Rennen. Klappt besser, als ich dachte. Nächste Stelle. Nächster Versuch. Und Fisch. Guter Fisch. Also. Gut in Anführungsstrichen. Na doch. Jo. Ist okay. Schöner Barsch auf den
Tiny Blitz. So. Ja. Wieder pünktlich ausgestiegen. Ich habe jetzt hier auf ein Soft Swimbait gewechselt. Auf den DoLife Shad in 3,5 Zoll. Ja, den ein oder anderen Biss gab es schon. Nur hängen bleiben wollen die noch nicht so richtig. Ey, der ist direkt am Boot eingestiegen, als ich den absenken lassen. Ich habe genau gesehen, wie der raufgegangen ist. Geil. Nein, ist es nicht. Schöner Biss. Schöner Barsch, schöner Biss. Eben ganz gut gefangen hat der kleine DoLife Shad in 3,5 Zoll von OSP. Hier am 3,5 Gramm Offset gerickt. Der hat eben gut abgeräumt. Marc packt ein. Reicht für heute, wa? Reicht. Wir sind runter vom Wasser. War eine feine Sache gewesen. Ich habe ja gedacht, die Fliege rasiert, dem war nicht so. Hard- und Softbaits haben dann deutlich die Oberhand gewonnen. Aber trotzdem, ein Versuch war es in jedem Fall wert. Und wir greifen demnächst wieder zusammen an. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn die Fische jetzt nicht allzu groß waren. Aber das kann man sich nun mal nicht aussuchen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, sage ich nur, Petri Heil.